Eine Pressekonferenz im Kirchbichler Seniorenheim offenbart uns eine besondere Geschichte. Es geht um Leo Margreiter, 72 Jahre und aus Kirchbichl. Er stand vor 2 Jahren an der Schwelle des Todes, Riss der Hauptschlagader, 2 Schlaganfälle während der Operation, 14 Tage Koma, Lähmungserscheinungen und völliger Verlust der Feinmotorik. Sein Überlebenswille und die intensive Physiotherapie im Reha-Zentrum Münster holten den 72-Jährigen zurück ins Leben. Nun hat der ehemalige Zimmermann eine Selbsthilfegruppe gegründet. Ein Schlüsselerlebnis war dafür verantwortlich. Ja, das war so, ich hab im Winter nicht mehr raus können. Und dann bin ich von der Früh bis abends am Fernseher gesetzt. Und das hat mich fast verrückt gemacht. Und dann habe ich eben im Fernsehen eine richtig tolle Nähmaschine gesehen. Da habe ich mir gesagt, die kaufe ich mir, weil da habe ich wenigstens eine Beschäftigung, da brauche ich nicht immer Fernsehen schauen. Und dann bin ich eben dahinter gekommen, dass ich mit der Maschine innerhalb 3 Monate habe ich mir meine ganze Feinmotorik zurückgeholt. Dann habe ich mir gedacht, das muss ich weitergeben. Das ist einfach wie ein Zwang war das. Ich habe mir gesagt, das muss ich anderen Leuten auch zwingen, dass die Möglichkeit besteht. Weil ein Schlaganfallpatient, der zieht sich in die 4 Wände zurück, der kommt nicht mehr raus. Und die will ich ihm helfen, dass sie wieder am Leben teilnehmen und dass sie wieder eine Freude haben am Leben. Und sowas muss man unterstützen. Und meine Selbsthilfegruppe kann, was Besseres kann uns nicht passieren. Denn wir schicken Menschen nach 5, 6, 7, 8 Wochen raus. Wir können nicht alles. Und ich sage, dieses Nachhaltige, das genau das sind die Selbsthilfegruppen. Und wenn noch so ein motivierter Mensch dahinter steckt, der auch die Löcher, diese Motivationslöcher wieder stopft, kann uns nichts Besseres passieren. Deswegen Unterstützung ganz klar und er wird auch weiter von uns begleitet. Für welche Patienten kommt diese Selbsthilfegruppe in Frage? Also da muss man sagen, ist es ganz egal, wodurch dieses Feinmotorik-Defizit entsteht, also die Probleme mit den Händen gut greifen zu können. Das kann natürlich ein Schlaganfall sein, aber es können auch chronische Erkrankungen, Multiple Sklerose oder sonst eine Muskelerkrankung sein. Also alles, was dazu führt, dass man die Finger schlecht bewegen kann, chronische Erkrankungen oder irgendein akutes Ereignis. Es wird nicht nur mit der Nähmaschine gearbeitet. Eine Kiste mit Rapskörnern macht das Greifen wieder fühlbar, aber auch Körbe werden geflochten. Also jeden Samstag von 1 bis um 4 einfach ins Altersheim kommen und er kann anrufen, er braucht nicht, er muss nicht, er kann einfach kommen und dann ist er da und das passt. Die Nähmaschine hat übrigens einen besonderen Sponsor. Die hat mir jetzt der Landeshauptmann spendiert. Im Reha habe ich den letztes Jahr getroffen, war im Reha und er war zur Jahresfeier dort und hat mir innerhalb von ein paar Minuten hat er gesagt, er spendiert eine Nähmaschine der Selbsthilfegruppe Kirchbichl. Wir wünschen dem Leo und seiner Selbsthilfegruppe alles Gute und viel Gesundheit. Im Sommer werden wir wieder vorbeischauen.